Die russische Revolution, für mich persönlich ist eine enorme Zäsur gewesen, einer der größten Brüche in der Menschheitsgeschichte. Und die Geschichte, wie sie sich fortgesetzt hat, die Welt, wie sie heute ist, ist eine Folge davon und sie ist nicht wegzudenken. Natürlich hatte sie für die östliche Hemisphäre noch mal eine ganz andere Bedeutung. Dennoch ist auch der Westen und die westliche Welt davon bedingt und hat sich sozusagen auch durch die Abgrenzung so etablieren können. Die Revolution hatte eine Angefangen hat das Ganze ja mit einer sehr schönen Utopie, die leider zu einer missbrauchten Ideologie wurde. Schon 3 Wochen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, nach Machtantritt der Bolschewiken, wurde alles verraten, was sie sich vorgenommen hatten, nicht zu verraten. Und das zeigt, dass leider diese Utopie gegen die menschliche Natur bzw. die menschliche Natur nicht berücksichtigt. Das heißt, jeder Mensch müsste wirklich sich gleich wähnen. Jeder müsste glauben, dass wir alle Schwestern und Brüder sind. Und das ist leider nicht der Fall. Und deswegen ist es für mich das, was das als zur Folge hatte, wissen wir ja alle, ist ein relativ blutiges Jahrhundert. Und das Problem ist, was ich heute noch glaube und sehe, ist, dass sie anders als zum Beispiel der Nationalsozialismus diese Ideologie nicht kritisch genug bewertet wird und wurde, vor allem auch im Westen nicht. Und dieser Idee nach wie vor ein gewisser Reiz ausgeht, was ich aber für ziemlich gefährlich halte.